Und jetzt dreht sich der Ellenbogen, der rechte, ganz leicht rüber. Wir bleiben, genau, bleiben hier, lächeln und atmen und schieben nur das Bein nach vorne. Ein, wieder zurück. Ja, super. Aus, zurück. Genau, wir sagen jetzt so ein bisschen der schrägen Bauchmuskulatur, dass die mit dabei ist, sichern aber noch den Rücken etwas. Super, da bleiben. Von hier schiebt ihr jetzt die Nase bis zu den Daumen nach vorne und jetzt arbeitet der Schultergürtel und nimmt euch wieder hoch in den runden Rücken. Also nach hinten runter und die Ellenbogen bleiben liegen, bis die Nase die Daumen erreicht hat. Und dann erst schiebt ihr euch hoch und geht wieder nach hinten rein. Super. Da nach vorne schieben. Stand, nehmt ihr das linke Bein nach vorne und geht mal einmal so in die Dehnung vom Hüftbeuger. Und da ist es immer wichtig, dass dieser 90-Grad-Winkel bleibt. Ne? Versucht mal lieber den Fuß weiter nach vorne zu stellen und auf 90 Grad zu bleiben und das Knie nach unten zu schieben, damit das hier gesichert bleibt.